Argonauten, willkommen zurück in Black Geyser, Careers of Darkness. Wir sind zurück im Espen-Anwesen, unserem Zuhause, und wir müssen noch unsere Geburtsurkunde finden. Das Anwesen hat sich in ein Spukanwesen verwandelt. Geister, Monster. Was ist hier geschehen? Wir checken mal unsere Sachen, unser Equipment. Waffenrock. Ja. Bringt was. What is your wish? Die Kappe schützt ein wenig verschnitten. Ja. Go ahead. Zwerg. Helgenhaar. Der hat noch so einen Helm im Inventar. Das ist so ein eine Misanthropenkappe. Also irgendwas Böses. Da ist irgendwie so ein Totenkopf-Symbol. Bringt aber ordentlich Rüstung. Ausweichen blocken wird auf jeden Fall angehoben, allerdings leidet das Charisma. Egal, wir kämpfen. I'm always ready. Go ahead. Hamlin hatte sich in der letzten Folge als Kunstliebhaber erwiesen. Off I go. Naja, oder vielleicht ist er nur ein Kunsthehler, wer weiß. Das müssen wir noch herausfinden. So. Weiter geht's, erkunden. Die Kappe sieht ein bisschen doof aus. Gebe ich zu. Wir müssen das Gebäude säubern von den Viechern. Wer weiß, was da sonst noch rumkriecht. Ja, Skorpione. Und links in dieser Halle irgendwie so eine Erscheinung. Dabei bin ich mir nicht sicher, was das ist. Aber erstmal vorsichtig voranschleichen. Am besten erstmal die Skorpione beseitigen. Okay. Aufklärung. Mission accomplished. Yes. Dann werden wir die Viecher mal plätten. What do you need? I go. What next? What do you wish of me? Spinnen beschwören. Ich weiß gar nicht, wie lange die halten. Lass uns ein bisschen beeilen. So. Und anlocken. Come on. Sieh mich. Ja. Jetzt kommt sie. Zumindest eine gute Ablenkung. I'm ready. From the shadows he strikes. What do you need? You're in charge. Aber die Jäger gehen auf den Angreifer oder wollen dahin. So, das war's. Go ahead. Why? Naja, sonst wäre es ja auch zu leicht, wenn die sich nur mit diesen beschworenen Spinnen beschäftigen würden dann. Oh, da ist noch ein großer Skorpion. Da hatten wir schon einen von. Oder zwei. We'll find a solution. Ich habe nicht gezählt. Die sind ein bisschen härter, klar. Ready to serve. I'm going. I'm always ready. Zeig mir den Wolf. What
As you say. So, vielleicht reicht das schon so, das Doppelpack, um ihn rauszulocken. Ja, da kommen sie. Even the mighty explode. We'll find a solution. Nicht schlecht. I don't see why not. I'm listening. Stay still. My skills are at your disposal. What next? Of course. Okay, die Spinnen sind weg. I'll never hear shit of me. What do you wish of me? Jana, wir sind was zaubern. Ätzender Blitz. Sorry, what? Und ein Schneeball. I'm not going to like this, am I? Nee, ich nehme mal die Schleuder. Wir sparen uns die Zauber ein bisschen für was anderes. I don't see why not. What do you need? Ready to serve. I'm ready. Like so, like so. Hauptsache von links das Vieh kommt, die wissen das überhaupt. Ah, ein Manticore. Okay. Manticore, die sind glaube ich ziemlich heftig. Den dürfen wir nicht anlocken jetzt. Sorry, what? What is your wish? From the shadows he strikes. Yes. Hä? Hab ich gerade Friendly Fire verwendet? I'm listening. I go. Was haben wir denn hier? Genau wie einzelne Charaktere der Gruppe kann auch die gesamte Gruppe aufsteigen im Level. Ach so, es gibt noch ein Gruppen-Level-Up. Ah, muss ich gar nicht. Mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe zu spielen, deren Mitglieder häufig wechseln, erhöht den Vielfaltswert, klar. Aber eine beständige Gruppe wächst besser zusammen. Ach so, gar nicht schlecht, die Idee. Also, wenn die Gruppe beständig bleibt, dann ist der Zusammenhalt größer. Schauen wir uns das mal an. Gruppenlevel 1. Der erste Reiter auf dem Gruppenbogen ist das Gruppenlevel. Immer wenn die Gruppe aufsteigt, kannst du zwei Gruppenvorteile wählen. Einen aus dem Bereich Zusammenhalt und einen aus dem Bereich Vielfalt. Also Party-Perks. Okay. Obwohl, wenn man immer beides wählen kann, auch wenn die Gruppe immer die gleiche bleibt, macht das Sinn? Frage ich mich gerade. Also, für dasselbe Ziel angreifen, Bonus von 1%. Auf Crit, Hit, freudige Zusammenarbeit. Während einer Ruhepause plus 3 Heilung. Vertrauen. Statuseffekte sind... Statuseffekte mit Kontrollverlust sind 20% kürzer. Okay. Ist natürlich nicht schlecht. Wachwechsel. Verringert die Chance, dass die Gruppe bei einer Ruhepause überfallen wird. Ist auch nicht schlecht. Wachwechsel. Auch nicht schlecht.
Weil das ist im Prinzip ja ein bisschen nervig. Geteilte Last. Das maximale Tragegewicht aller Gruppenmitglieder ist um 40% erhöht. Ja. Sinnvoll. Anpassen, überwinden. Mehr Schaden gegen Ziele, deren prozentuale Gesundheit unter ihrer liegt. Ach so. Okay, naja. Lagerfeuergeschichten. Alle Gruppenmitglieder erhalten einen Tag lang nach einer Ruhepause plus 10% auf Lernen und Forschen. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Jeder für sich. Die Wirkungsdauer von einschränkenden Statuseffekten gegen Gruppenmitglieder langsam niedergeschlagen, betäubt, ist 20% kürzer. Auch gut. Einfallsreich. Alle Angriffe durch Gruppenmitglieder erhalten plus 3% Statuschance. Also was wie betäubt. Handwerkszeug. Erhalten eine 5% Chance auf saubere Treffer für alle Angriffe. Saubere Treffer? Es gibt jede Menge Besonderheiten. EP-Beitrag der einzelnen Mitglieder sieht man hier. Ja, Helgen hat die meisten verdrescht. Biela auf Platz 2 und Hamlin auch auf Platz 2. Wachwechsel ist natürlich nicht schlecht. Weniger Überraschung bei Überfällen. Vertrauen. Die Wirkungsdauer von Kontrollverlust-Status-Effekten verkürzen. Das ist eigentlich auch gut. Ich glaube, das werde ich mal nehmen, weil im Kampf können wir noch derzeit jede Menge Hilfe gebrauchen, finde ich. Das mit dem Lagern können wir notfalls nochmal laden. Naja. Anpassen, überwinden, Lagerfeuergeschichten. Lernen und Forschen, Bonus. Ja, für Zauberer. Und die Betäubt-Effekte und Niedergeschlagen sind 20% kürzer. Das gefällt mir auch. Also so Kampfverbesserungen im Prinzip für jeden. Ohne Bedingung. Nehme ich auch. Jeder für sich. Okay. Gruppenlevel. Interessant. Jetzt haben wir also zwei Perks. Das System ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Informationen. Ich glaube, das war schon eingestellt. Wir checken nochmal. Dass unsere Zauberer nicht nach vorne stürmen. Speicher nicht vergessen. Die Formation. So, es kann weitergehen. Also wir haben links einen Manticore, yes. Was natürlich... You can't be serious. Ja, vielleicht sollten wir erstmal gucken, dass... ich will noch Skorpiongift. Wenn das vergeht... Erwarten wir erstmal, dann heilen wir. Eventuell. Ich glaube, es dauert noch ein paar Runden. Das sind auch diese Statuseffekte und wenn die negativen verkürzt werden, ist das natürlich gut. Generell, so wir heilen Helgenhaar. Wir haben
muss ja wieder in die Front. Hamlin, ja. Hat keinen Heiltrank. Ich würde sagen, ihm gebe ich mal einen Heiltrank. Für Bedarf, falls es ihn erwischt. Soll ja eher fernkämpfen. A beer would be nice. Thank you. Quick save. So, weiter geht's. Haben wir hier noch mehr Viecher, Krabbelfiecher. Und wir müssen die Urkunde finden. Alright, alright. Also im Norden war auf jeden Fall das Arbeitszimmer vom Lord Espen, da sollten wir mal suchen. Bevor wir uns an den Manticore wagen, möchte ich die erst gerne finden, wenn es geht. Ah, noch mehr da, oben rechts, genau. Das sind die Gemächer von Lord Espen. Da hat es ja begonnen. In den ersten Folgen. Wow, Manticore. Das sieht nicht gut aus. Den sollten wir auf jeden Fall jetzt nicht hier aufscheuchen. Ist das ein Rückenfeld? What a waste of time. Go ahead. Why? Ich hoffe nur noch ein kleiner Skorpion. I'm listening. Wieder so ein großer You're noch. In charge. What is your here? Man weiß es nicht. What do you need? As you say. I'm ready. Whatever you say. So, Helgner, hau drauf. Taste steel! A beer would be nice. Yes? Go ahead. Here? So, ich hoffe mal, das reicht. Ja. Gut. So, vorbei. Anscheinend ist hier keiner mehr. Gut. Jetzt müssen wir nach der Urkunde gucken. Ach, da hinten blinkt was auf, aber wir ersuchen erstmal hier. Off I go. Hier blinkt nichts auf? Nö. Genau hier wurden wir ohnmächtig und sind dann bei einer mysteriösen Kräuterhexe gelandet. Siehe die ersten drei Folgen. Okay. Da war was. Hier ist, glaube ich, das Arbeitszimmer. Bibliothek. Das sollten wir uns mal genauer anschauen. Was ist denn das? Ein Regal? Umgeschmissen? Geburtsurkunde, Bingo, Questgegenstand. Genau, bringe deine Geburtsurkunde zum Archivar in der Halle der Schrift. Ja, das könnten wir theoretisch schon wieder abhauen. Aber wollen wir diesen Manticore leben lassen? Ich denke nicht. Okay, wir gucken mal in die Urkunde. I don't see why not. Da ist sie. Anlässlich der Geburt von Linnea sei dem Licht der heiligen Kirche des Alnarius und des heiligen Heinz der Tilindia anerkannt, dass Linnea an diesem Tag, dem 22. im Ernteschluss, im 4. Jahr der Herrschaft seiner königlichen Hoheit König
Viljanrik dem Ersten, lang möge er regieren, dem Haus Espen, von der bürgerlichen Clea Velgrove, geboren wurde. Aha. An der bürgerlichen. Es sei ferner anerkannt, dass Linnea alle Privilegien und Rechte genießt, die ihr Adelstitel laut Gesetz mit sich bringt. Es sei bezeugt von Priester Danor, des glorreichsten Alnarius, des Vaters und Schöpfers Priesterin Miades, der allerheiligsten Tilindia, der Mutter und Beschützerin. Gut. Eine richtige Urkunde. Nett gemacht. Also vom Storywriting gefällt mir das richtig gut bislang. Das ist wirklich gut. Also es zieht dann in die Geschichte auch rein, finde ich. Ohne dass man so auf Schienen irgendwo hingelotst wird. So, okay, jetzt widmen wir uns dem niedlichen Manticore. In der Halle. My skills are at your dis- Very well. I'm listening. I go. Yes. Biela. Was machen wir mit dir? Also für Linnea? Yes. Und Siraka? Ready to serve. Ja, die haben noch die Rüstung. Für sie selbst. Die werden wir jetzt wohl brauchen, denke ich. Whatever you say. Bye. Yes, I'll do my best. Also Helgenhaar und Siraka voraus. Go ahead. Die können ja ein bisschen was einstecken. Siraka wegen ihrer Rillow-Rasse vor allen Dingen. Sie sind sehr robust. What do you wish of me? What do you need? As you say. Mal gucken, wie es läuft. I'm listening. Go ahead. Down, villain. So. What is your wish? Hamlin like schießt. So like so. Die anderen in Bereitschaft. I don't see what. What a waste. Ich weiß ja nicht, was das der Manticore für Schaden austeilt. Aber wir müssen voll drauf dreschen. Yes. Blitzschnell für andere, für sie selbst. Machen wir mal den Angriffszauber. Strahlen. Und Schnee. We'll find a solution. Ja. Wir machen Schaden. Ich denke, wir brauchen auch jetzt nicht sparen. Mit Zaubern. Ist das ein Selbstzauber? Komisch. Go ahead. Herausforderndes Heulen? Achso, I'm not going to like this, ich finde, es ist manchmal nicht ganz klar, ob das ein Selbstzauber ist oder für andere. Oder für einen Gegner. Kann auch sein, ja. Aber blitzschnell sollte ja nicht auf den Feind gewirkt werden. Aber vielleicht das Heulen. Oh, was passiert? Was passiert? What do you need?
Also ein bisschen wünsche ich mir so einen langsamen Modus. So einen Zeitlupeneffekt. Weil es geht manchmal ziemlich schnell hier auch das Protokollfenster. Oder halt mehr Pausenfunktionen, die habe ich auch schon gewünscht. Da ist auch was in Planung. You're in my way. A beer would be nice. Dass man zumindest sagen kann, jede Runde Pause. Oh, Gift. Was haben wir hier? Das war's. I don't see why not. Hä? Was? Was passiert denn hier? Ach, wir haben... Whatever you say. Verwirrt. Ah ja, okay. Verwirrt. Das gab's ja auch schon im guten alten Baldur's Gate. Ready to serve. Verwirrte prügeln auf die eigenen Leute. Das ist unlustig. Meistens. Ja. Friede. Wirkt das? Hoffentlich. Lilia muss abhauen, sonst stirbt sie. Hilfe! Nein! Kann ich sie retten? Ach Mann! Verwirrt. Göttlicher Beistand. Heilung, okay. I'm listening. You're in charge. Wäre nötig. Yes. Ist immer noch verwirrt? Ich glaube schon. Helgenhaar. Ah nein. Es geht nicht weg. Oh. Ja, okay. Game over. Wegen Helgenhaar. Verdammt. Okay. Das ist natürlich dumm, aber da kann man manchmal nichts machen. Verwirrt ist blöd. Ich weiß gar nicht, was der Gegenzauber ist. Gegen verwirrt. Schutz vor Verwirrung oder so, keine Ahnung. Falls es das gibt hier in dem Spiel. Wenn du losgehst, gibt es so eine Schutzformel. Oder einen Trank. Tja, nochmal, ne? You're in charge. Ich meine, die Kampftaktik war ja nicht schlecht. Yes. You can't be Let's serious. Try again. Go ahead. Whatever you say. Coole Zaubersprüche. Das gefällt mir. So, Helge. I'm listening. Knüppel ihn weg. Charge. By stealing stone. What next? Homerius, shield me. Also die Sprecher sind richtig gut. Yes. Sehr passend. I'm not going to like this, am I? Fieber. Schnee. What a waste of time. I'm always ready. I'll make it. So. Gucken, wie es läuft. Ready to serve. What do you need? Die Waffenselektion könnte vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher ausfallen. Dass man das auf den ersten Blick sieht, was gewählt ist. Also hier ist ja der Rahmen hell genug bei aktiven Fähigkeiten, aber bei den Waffen nicht unbedingt. What do you wish of me? Merken und an die Deaths posten. Oh.
What is your wish? Okay. Wir haben ihn schon. Ja. Also jetzt hier in Grenzen der Manticore. Und ich denke, keiner serviert. My skills are if I must. Sehr schön. Namensrecht. Ja, klar, die Urkunde haben wir. Was gab's hier noch für News? Achso, das Portal. Das Monster kam aus einem Portal. Ob es zu der Wüste im Osten führt? Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen viel Information. Woher soll man das wissen? Weil führen Portale automatisch nach Osten in die Wüste? Okay, das finde ich jetzt ein bisschen unlogisch. Also die Treppen, die sind gesperrt, da kommt man nicht hoch. Aber wir haben hier noch Räume. Da war, glaube ich, die Küche und so und die Dienerschaft. Skorpion, Skorpion. Großer. Okay. Kammerjäger. Die Kammerjäger-Aktion geht weiter. Wenigstens kein Manticore. What do you need? As you say. Oh, viele, viele. Okay, wegknüppeln, Clan. Kein Problem. Hoffe ich. I'm ready. Yes. Okay, bei dem Großen müssen wir ein bisschen aufpassen. Whatever you say, I go. I don't see. Und genau die Reaktionssounds. Ich glaube, man kann sie nur aus oder immer machen. Ready to oder? Serve. Ich weiß gar nicht. Also gelegentlich wäre vielleicht nicht schlecht. Mit der Zeit. Muss ich mal nachschauen. Notiz an mich selbst. Ah. We'll find a solution. Weg mit dir. You're in my way. Sorry, what? Linnea hält sich noch gut. Ja, okay. Das war's. Level up für Helgenhaar. I'm not going to. You can't be serious. Ach, noch mehr. Da unten. What next? Here? Ah, noch ein großer. Verdammt. Okay. Jetzt ein bisschen aufpassen. Yes. Heldenhaar. Yes. Ist nicht mehr so ganz fit. Down, villain. Yes. What do you wish? This ends now. Go ahead. Okay, wenn wir alle draufknüppeln. Ah, Siraka. Siraka. Ready to serve. Ist auch nicht mehr so ganz. I'm always frisch. Ready. Ach, nur noch die Clan. Ah, nee, hä? Sieht man jetzt nicht. Ja, yes. Also da muss ein bisschen was gemacht werden an dem, in der Kampfgeschwindigkeit, an dem Protokoll. I'm not going down. Das rauscht ein bisschen alles vorbei. Even the mightiest fool. Nothing will stop me. Go ahead. Ah. Siraka. My skills are at your disposal. Don't die. Ist das nur für sich selbst göttliche Macht? Im Beistand? The target wird um 30 Gesundheit geheilt. Target.
Hä? Und noch Hitzeschaden? Was ist denn das? Verwirrt? Jetzt bin ich verwirrt. What next? Go ahead. Yes. Naja. So ein bisschen Heiltrank. Ready to serve. Ist nur ein kleiner. Hm? Yes, I'll do my best. Und weg. Ja, doch, geht. It's okay. Achso, halt über die Zeit. Nur, dass er nicht wegstirbt. Immer noch Gift. So, das war's. Naja, sie wäre gestorben ohne Heiltrank. What a waste of time. Schätze ich. So, gibt's hier noch was abzustauben? Sieht nicht so aus. Ein wenig dürftig. Ach genau, der... We'll find a solution. Der Saal. Agreed. Dem schönen Tisch. Ah, oh, ein Skorpion. Yes. Whatever you say. Ja, das ist ja wohl mal ein Tisch. Wie schön das glänzt, das Ebenholz. Wahnsinn. Wien echt. Yes. Not so tough now, so einen Tisch möchte ich auch. 10 Meter lang. I'm listening. Taste steel. Like so and like so. We'll find a solution. What do you wish of me? Nothing will stop me. Und ihr Haar schwarz wie Ebenholz. A beer would be nice. All right, all right. I'm ready. From the shadows, ein Zitat aus einem Märchen. Ready yourself for the next. Wir haben hier nur hellhaarige Frauen, blonde Frauen. Beziehungsweise Biela eher rötlich. Go ahead. Moment. Ich muss ein bisschen konzentriert bleiben. So. I'm not go- okay, das soll reichen für diese Folge. Ob es hier noch mehr zu holen gibt und ja, ob wir dann wieder abreisen können, das seht ihr in der nächsten Folge von Black Geyser, Curious of Darkness. Oh, dieser Tisch. I love it.